Hallo und willkommen zu meinem nächsten Thema für das Joggen, und zwar richtig. Und ich gebe einfach nur ein paar Grundlagen für die Anfänger, die jetzt das Video anschauen und sagen, ich möchte jetzt mich in die Hand nehmen und anfangen zu joggen, um meinen Fettanteil abzubauen oder sportlich zu sein, meine Muskeln zu straffen. Jeder hat verschiedene Gründe. Und zwar Tipp Nummer 1 ist so, dass viele Anfänger, die muten sich leider zu viel zu. Sie denken, 20 bis 40 Minuten ziehe ich voll durch und dann kann ich bereits, aber eigentlich nach 5 Minuten nicht. Und ich kenne das Problem leider von mir selbst, deswegen rate ich euch davon ab. Beginnt mit 10 bis 15 Minuten, ganz locker auf circa einen Puls von 130. Dazu gibt es Messgeräte, die könnt ihr euch auf dem Arm binden. Dann seht ihr ganz genau, ob es hier über eurem Wert geht oder unter dem Wert seid. Falls ihr unter dem Wert seid, steigert ihr euch. Wenn ihr über dem Wert seid, macht ihr ein Stück langsamer. Ihr könnt das Ganze natürlich auch Monat für Monat, möglicherweise auch Wochen für Wochen verändern, euch steigern, somit auch den Puls und auch die Laufzeit verlängern. Und ansonsten gibt es dann noch was zur Kleidung zu sagen. Ja, zur Kleidung ist es so, dass ihr natürlich angemessene Sportkleidung bräucht. Ihr müsst natürlich auf die Jahreszeiten achten, denn im Sommer sollte man nicht zu dick angezogen sein, im Winter sollte man vielleicht nicht zu dünn angezogen sein, um Erkältung zu vermeiden oder im Sommer einen Hitzeschlag zu bekommen, und immer ausreichend Wasser dabei haben, die ihr alle 20 Minuten zu euch nimmt, beziehungsweise ihr könnt auch alle 10 Minuten einen Schluck trinken. Passende Schuhe sind auch selbstverständlich, damit ihr keine Blasen und Co. bekommt. Und für die Knien könntet ihr euch Knieschoner kaufen, um das Ganze zu dämpfen. Dazu gibt es dann noch zu sagen, dass ihr unbedingt vor dem Joggen euch mal dehnen solltet, denn die Muskeln sind noch kalt, also dehnt eure Muskeln, dann sind die frisch fürs Joggen und übertreibt es nicht maßlos. Macht langsam und dann klappt das alles. Dazu solltet ihr vielleicht noch ein bisschen auf die Ernährung achten, damit ihr nicht so viel Süßigkeiten isst und auch nicht so viel Süßstoff zu euch nimmt, denn das schadet euren Körper und ihr verliert dann Ausdauer. Das bedeutet einfach mal weniger Kohlenhydrate und mehr Eiweiß zu euch nehmen. Muss aber nicht sein, ihr könnt auch einfach nur Süßigkeiten ein bisschen vernachlässigen. Ihr solltet es natürlich nicht ganz streichen, aber ein bisschen verringern. Und ich würde sagen, wenn ihr mehr dazu haben wollt, was die Ernährung angeht, könnt ihr euch auf Seiten wie zum Beispiel Men's Health oder auch Sportnahrung Angel genauer anschauen und euch dort zu informieren. Das waren meine Grundlagen und ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Bis dahin, ciao!